So, Freunde, herzlich willkommen zur neuen Runde Red Dead Online. Freunde, schön, dass ihr wieder da seid bei Sterzig und Henno bei Red Dead Online. Howdy! Wir laufen durch die Prärie, Alter. Verstehe. Holy shit, es ist so viel passiert. In der Zwischenzeit haben wir bei Sterzig eine Folge gehabt. Und dort sind wir nach Black Wade Water Black Shadow Legend geritten. Und auf dem Weg dahin haben wir einige Kutschen überfallen. Oh, hier ist ein Gentleman. Oh Gott! Ich habe Sterzig meine Hütte gezeigt. Okay. Hallo, ja bitte? Du. Ach, du hast hier gewohnt. All die Zeit, ja, Mensch. Das ist meine Bude. Komm doch rein. Komm doch rein. Ich habe nicht abgespült, aber es ist Obst im Haus. Da wohnt meine ganze Familie. Meine 18 Schwestern. Die ich alle geflankt habe. Bruder, nicer Rekord. Ja. So, dann haben wir einen 4-Stunden-Stream gemacht, wo wir übel viel Scheiße erlebt haben. Erstmal sind wir richtig schön Kanu gefahren. Oh Gott, Alter. Er kommt mit dem Paddel gar nicht mehr ins Wasser. Was wollte ich sagen? Also, Sterzig hatte irgendwie auch so ein Problem. Ich musste ihm erstmal den Teufel austreiben. Das war auch sehr heftig. Geht's? Der geht nicht runter. Ich hab dich gleich. Hä? Ah! 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 Was machst du? Beruhig dich! Ah! Ich krieg den. Ah! Ich hab's. Hä? In nomine patri, in silicus. Dann sind wir jagen gegangen. Das war insane. Sterzig. Ja, was? Angriff! Oh. Angriff! Was denn? Angriff! Oh, warte! Oh. Mach's weg! Warte, ich mach das ins Auge! Ah. So, und dann haben wir eine Hauptkanalaufnahme gemacht für meinen Kanal hier. Die war aber im Arsch, weil da hat der Sound gefehlt. Wir haben lediglich noch die Sicht von Sterzig, wo Sound ist. Ich würde sagen, weil es echt schade ist, 2 Stunden für den Arsch. Da ist so viel Kacke passiert. Hier die besten 10. Auf mich wird du schießt auf mich! Wer schießt? Ey! Raus aus dem Studio! Was? Tim hat auf dich geschossen. Tim hat sich hier hingesetzt. Dieser... Wieso hast du eigentlich... Hast du das gesehen? Hast du das gerade gesehen? Ja, ich habe richtig verwirrt geguckt, so hä? Er ist einfach voll gegen die Wand geflogen und gestorben. Er ist neben uns richtig entspannt gegen die Wand gesegelt. Es hat auch kein Geräusch gemacht irgendwie. Nö. Er ist dann einfach umgekippt und gestorben. Ja, war doch ein schöner Einsatz. Ja, und jetzt sind wir hier. Genau. Ich habe gar keine Munition mehr. Ich habe auch keine Verpflegung mehr. Und deswegen würde ich sagen, reiten wir erstmal in die Stadt. Ja, auch eine große Sache, weshalb wir überhaupt... Also, wir hatten im Stream so Geldnöte. Alter, wir haben uns die ganze Zeit gefragt, wie macht man hier Geld? Abseits von Main Story ist halt Main Story Lame Story, also sag ich mal. Ja, aber ich habe immer dieses Kackpferd und das Scheiße stinkt. Ich will Neues. Wir kaufen jetzt erstmal ein. Bisschen... Hey! Entschuldigung. Wir müssen jetzt erstmal in den so Gebrauchtladen. General Store. So. Moin. Also, Revolver-Muni. Repetiermunition. So, Vorräte. Konserven. Ich habe gehört, es kam ein neuer Patch. Und dieser Patch beinhaltet genau, dass die Bohnen reduziert sind. Dosen Erdbeeren, Dosen Lachs. Oh, lecker, schmackhaft. Bohnen. Aber sicher, dass die reduziert sind? Jo, aber das ist doch nicht reduziert. Die sind doch fast so mit am teuersten hier. Es würde da doch stehen, oder? Dass sie im Angebot sind. Ich habe so das Gefühl, die wollen uns verarschen, Henno.
Oh Leon, also ich bin stinksauer, bin ich ganz ehrlich. Ich war gerade mit Sterzig hier 2 Stunden in der Aufnahme und die Bohnen waren überhaupt nicht reduziert, wie du gesagt hast. Wann, ja. wann soll denn dieser dämliche Patch gewesen sein? Ich bin stinksauer, Leon. Ich auch. Ja, also weißt du überhaupt, wie viel wir jetzt dafür jagen mussten, um uns diese schmackhaften Bohnen zu leisten zu können? So, das sind mindestens 4 Hasen, oder nicht? Ja, mindestens. Also wir waren 2 Stunden unterwegs, Leon. 2 Stunden. Beleidige ihn, Henno. Mach ihn fertig. Ja, also Leon, du stinkst. Na gut, ich kaufe die trotzdem. Bohnen kann, also, und boah, Corned Beef habe ich so Bock. Das muss erstmal reichen, nur das Nötigste. So, ich habe mir jetzt auch ein bisschen was gekauft zum Verspeisen, zum Einverleiben. Ich habe meine Kopfgeldjägerlizenz gekauft. War ja nicht ganz billig. Hier. Oh, Scheiße! Schlägt man mit F? So, und jetzt kann man hier legendäre, gesuchte Person sich anzeigen lassen. So, und da haben wir jetzt unterschiedliche Leute. Also hier steht immer Dead or Alive, Alive or Dead. Aber es ist wohl so, mein Cutter 2, dass man, wenn man die gefangen nimmt und abgibt, man deutlich mehr Geld bekommt. Also ich würde sagen, wir nehmen den Wolfsmensch. Den Wolfsmensch? Das klingt gut. Okay, Schwierigkeit Grad 1. Ich schieße mal in die Luft, vielleicht gibt es eine Antwort. Suche beim Lake Isabella nach dem Wolfsmenschen. So, wir haben 2 Teamleben und der Typ hat anscheinend Wölfe im Gepäck. Wir haben mehrere Bereiche, wo sich die Sau aufhalten kann. Ich würde sagen, wir gehen erstmal nach links. Ja, komm, Abfahrt. Ich folge dir. Also, wir versuchen, ihn mal Leben zu kriegen, ja? Da ist ein Wolf. Ah, da vorne ist ein Lager. Siehst du? Ja, ich sehe das. Hier, lass uns da zu Fuß ransneaken. Ja, ist eine gute Idee. Zu Fuß gegen Wölfe. So, da unten sind 2 Wölfe. Pass mal auf, die mache ich. Tot! Was ist hier für eine Wolfsjagd, ey? Oh, die haben hier ein Elch gefuttert. Aber keine Spur von dem Typen. Irgendwo treibt sich die Sau rum. Der Wolf. Wollen wir hier mal aufs Eis? Bisschen Ballett? Warte, ich bin hinter dir. Also ich scheine... So, pass auf. Ich glaube, dahin wird er sein. Okay, dann lass uns weiter drauf zureiten. Oh, voll ins Gesicht! Der bricht, okay. Bricht er sein Lager ab? Lass direkt hin. Hinter uns! Hinter uns? Ja. Aber vor uns doch auch. Jo, da ist er, oder? Warte, aber nicht aber töten. Wir töten den nicht. Nee. Ich nehm's Lasso. Ja, ich mach die Ads. Oh, ich komm hier schon gesprungen. Oh, er hat Bären! Was? Er hat Bären! Was? Ah! Was passiert da? Wer ist der Typ? Ah! Hier ist ein random Bär! Der hat den weggemacht! Bring ihn um! Ah! Oh Gott! Ah, das Pferd! Töten! Töten! Lauf! Ich hab ihn. Also der Wolfsmensch ist vor dem Bären weggelaufen? Toll, wir wollten ihn eben tun. Jetzt ist er. Töte sie! Ah! Hier kommt noch mehr! Scheiße! Hab ein. Ich hab mach ihn weg! Ich hab ihn. Was ist hier passiert? Also ich glaube, der Bär hat den Wolfsmenschen gejagt. Jo, der hat den komplett. Ist davor abgehauen. Okay. Und jetzt ist er daran gestorben. Ich hab ihn. Ey, wie krass, Alter. Alter, Scheiße. Richtiger Moshpit hier auf dem Eis. Okay, würde ich sagen. Dann Abbruch. Ja, schade, dass der nicht überlebt hat. Aber den haben wir ja gnadenlos ausgeschaltet. Naja, wir. Ja, wir. Das war, ja, also als Kopfwehrjäger sind wir mit die Besten. Moin! So, da sind wir. Ab mit ihm. Rein in den Karren. Ja, also, dass der jetzt ein bisschen zerfleischt wurde, ist jetzt nicht unsere Schuld gewesen. Aber er guckt recht zufrieden. Guck nicht so. Ja. Abfahrt. Ja, wie viel Geld? Ja. 120 habe ich jetzt. Oh, lol. Gut, dann, was ist der Plan? Wir gehen jetzt jagen. Ich meine, wir können wieder zu diesem Lake Isabella gehen, wo wir eben waren. Gucken, ob wir da nochmal so einen schönen Eisbärensalat finden. So, 1, 2. Beide tot. Ey, ist ein Kamel. Ich habe ein Kamel erschossen. Oder irgendwas hat es. Es hat irgendwie Schmerzen. Boah, ist das ein Schink. Immer wenn ihr Tier seht, erschießen. Gibt's genug auf der Welt, bin ich ehrlich.
Hab ich. Alter, der Hörner, die sind doch locker was wert. Wir rotten hier die ganze Vegetation weg. Jo. So, jetzt. Oh. 1-1 war du Nacken. Stich und weg. Heut? Jawohl. Ziehen wir das Fell ab. Boah, schön übers Arschloch abziehen. Ich mache wieder so einen Hasen weg. Übers Arschloch abziehen und hau rum. Verstauen. Casual, die das auch machen, ne? Das ist so die Hillybillys, ey. Das sucht sie halt so gar nicht. Gerade erst erschossen. Ist noch halb am Atmen. So, nehmen wir die Haut. Oh, eine Kutsche. So, die schnappen wir uns aber. Hab ihn. Hallo. Einmal bitte anhalten. Anhalten! Komm mal runter, Bruder. So, moin. Jetzt sind wir am Zug. So, on my way. Ich glaube, ich kaufe mir einen heute. Wenn wir mit der Hauptstory fertig sind, noch zum Abschluss ein schönes Pferd. Also, ich habe ja eigentlich ein Pferd. Aber irgendwie kann ich das nie rufen. Es kommt immer diese klapprige Schildmähre. Ja, musst du es vielleicht einfach auswählen in der Scheune? Ja, aber da steht nochmal. Immer, ich brauche einen Sattel. Ich zeig dir das nachher. Guck mal, hier vorne ist noch ein Reiter. Klingelingeling, aus dem Weg, mein Freund! Hoppala. Alter, das Pferd hat es auch erwischt. Oh, warte, ich komme rückwärts wieder runter. Oh! Das Pferd. Alter, ist ganz knapp an meinem Pferd vorbei, Bruder. Oh, da kommen zwei Gentlemen. Oh nein, ein Unfall. Oh, ein Unfall. Auf der Straße. Wir wollten hier gerade... Max, die wissen zu viel. Warte, ich mach die beide, ja? Ja, haut ab. Ich hab aus dem Vollsprint sein Pferd erschossen. Achso. Okay. Hab ihn. Sicher gehen, dass er nicht mehr atmet. Moin. Schlachter. Verkaufen. Also, Geruchsdrüse. Alter, Geweih, 1,30. Sehniges Fleisch, Hasenfell, gehacktes. Okay, ja, dann machen wir Schnellreise. Also, ein Land der Möglichkeiten habe ich. Harley hat gesagt, dass der Sheriff von Valentine in Paint and Sky Hilfe braucht. Clinton Arnsdale möchte sein Eigentum von Bob Crawfish zurück. Wie weit du dabei gehst, bleibt deinem Gewissen überlassen. Das klingt nach einer perfekten Aufgabe für uns. Reiten wir, Partner! Geil! Not by any means necessary. Kill nobody. Nobody convicted of nothing. I was robbed. Get them. Bring them to me just down from Fort Riggs Station. And they'll be handsomely paid. Hey. So, geht los? Geht los, höher! Wir reiten los! Höher. Okay, so, wo sind wir? Finde Crawfish Versteck. Locker hier. Absattel, absattel. Oh, warte, ja. Okay, warte, ich muss kurz mein Tuch hier vormachen. Bist du bereit? Wie früher im Wald gelernt bei meinem Onkel. So, einen habe ich. Und Stich. So, den steche ich auch ab. So, Stich. Und er hat eine Kopfbedeckung, die würde ich mir einmal aufsetzen. Ah ja, ich sehe ihn. Boah, schönes Ding. Okay. Hab einen. Pass auf, das sind zwei. Da machen... Einen machst du, einen mache ich. Warte, ich mache hier noch einen, der hat einen richtig schönen Hut, den nehme ich mir gleich. Alter. Nicht den anderen, warte. Der passt richtig zu meinem Look. Oh, bist du bereit? Ich bin jetzt ready. Oh, Alter, bin ich abgestochen, Bruder. Oh, scheiße. Wo kommen die her? Warte, da kommen noch mehr. Die fliehen. Oh, die haut ab. Hol die Leine raus, Sterzig. Hab ihn. Schön. So, meiner ist lebend auf dem Pferd. Ich habe meinen auch gefesselt. Mit dem Hut kann mich niemand aufhalten. Hello, Clinton. Hello, Clinton. How have you been since we robbed you? Where's my property? In the basement of your sister's house. My sister? God damn her. Plot twist. Die Schwester war's. Here. Here's your money. Nice. Kill these men, will you? In fact, don't kill them. Leave them on the tracks. Ey, Max, was machen wir jetzt mit denen? Ich glaube, wir sind uns nicht sicher. Oh, was machen wir? Was machen wir? Ja, töten, Alter, oder? Ja, hast recht. Ja, geil! So, ey, Kamera rausholen. Hol die Kamera. Hol die Kamera raus. Oh, oh. Tutu! Tutu! So, wir sind einfach richtig gute Cowboys. So. Yay!
So, jetzt reiten wir... Oh, ist hier wieder was passiert, ne? Also, wir haben Stein markiert, da reiten wir jetzt noch schnell hin. Das wird dann... Nice. Ja. So. Pferde. Pferde im Besitz verwalten. Tennessee Walker. Der hat aber keinen Sattel. Ich glaube, das ist das Problem. Sattle dieses Pferd, um es zu einem aktiven Pferd zu machen. Okay, ja, ich nehme auf jeden Fall den billigsten erstmal. $39. So, den nehmen wir. Okay, und wenn ich jetzt raus bin und mein Pferd rufe mit H. Ah, ne, ich sitze schon drauf. Ehre. God bless. Ja. Richtig in die Fresse geballert, Alter. Ja. Alter. Ja, das war eine weitere Runde. Reddit Online Revention. Nächste Folge bei Stechsterzig. Und wir sehen uns. Tschüssi.